Phase 2: Beugen und Strecken. Mit dieser Übung können Sie Verspannungen in Ihren Beinen und dem unteren Rücken lösen, sodass Sie sich fließender bewegen können. Diese Übungen können Sie in der Küche machen, vielleicht während Sie auf Ihr Teewasser warten oder telefonieren. Legen Sie Ihre Hände auf die Sitzfläche eines Stuhls. Falls Ihnen das zu niedrig ist, beginnen Sie mit der Rückenlehne des Stuhls oder dem Küchentresen. Ihre Zehen zeigen nach vorne und Ihre Beine sind gestreckt. Die Füße sollten schulterbreit auseinanderstehen. Schieben Sie Ihr Gesäß langsam nach hinten von Ihren Händen weg, bis Sie eine Spannung auf der Rückseite Ihrer Beine spüren. Halten Sie die Position für einen Moment und beugen Sie anschließend sanft Ihre Knie. Dadurch löst sich die Spannung. Dann strecken Sie Ihre Beine langsam wieder, um die Spannung erneut aufzubauen. Wiederholen Sie diese Übung sanft und mit einer kontrollierten und flüssigen Bewegung. Wiederholen Sie dies 10 bis 15 Mal.